Hast du uns fest einen Stuhlgang und fühlst dich zu lebendig? Dann schnapp dir eine fette Würzwurst und lutscht sie kräftig männlich. Unser Gaunsen-Eiran wird von blinden Tieren von Mund gezapft. Das schnellt Omas Luke und macht ihre Lippchen auch noch straff. Wir nutzen nur das Fleisch, das seit Stunden auf dem Boden lag. Ungekühlt und würzig kriegst du Durchfall extra stark. Geruch und Geschmack sind egal bei Kies und Kreis. Wichtig ist nur eins, der Dönerpreis bleibt gleich. Ah, schön hier die Raviolis machen. Aber wo ist Chickmann? Chickmann! Chickmann! Wo bist du, Chickmann? Ich mach Chicken fertig. Wie, was machst du Chicken fertig? Chickmann, was machst du hier im Fünf-Sterne-Klo? Broiler stopfen. Wie ein Broiler stopfen? Mit was denn? Du hast ihn an deinem Popes kleben. Mit unserer Mayo-Seife. Wie Mayo-Seife? Das ist gar keine Mayonnaise, das ist nur Seife. Mayo-Seife. Leute sagen, schmeckt gut. Hast du hier den goldenen Scarab geküsst? Den Scarab, ich hab auf Scarab gespießt, dann schön Mayo-Seif reingemacht. Schön Mayo-Seif, aber hast du auch den goldenen Scarab geküsst? Ich lieb unseren Mayo-Leck, ist wirklich sehr lecker, unser Mayo-Leck. Unser Mayo-Leck schmeckte so gut, so gräbig in meinem Mund. Ich hatte mal einen Busgang, der hieß Mayo-Leck, war auch immer guter Spender. Stand nur an Wand rum, alle haben gezapft sein Mayo. Alle haben gezapft seine kleinen Mayo-Leckis. Sie klebrig ihre Münder waren. Es war ein Gaumensmaus. Wir haben hier Pilzkebab im Angebot heute, aber der Mythos ist leider widerlegt. Ja, das ist ein Bug. Das haben wir alle aber auch schon gewusst. Aber Leute in den Kommentaren haben gesagt, ja, die haben auch voll, ja, die sagen auch nein. Jetzt werden die kommentieren, das haben sie nämlich schon bei mir gemacht. Nein, du hast es wieder falsch verstanden. Du musst erst die Pilze vorbacken. Nur die Pilze. Und dann die gebackenen Pilze auf den Spieß und dann ist es richtig. So steht es nicht im Rezept. Ja, aber das meinen die Leute, das wäre ein Übersetzungsfehler, weil er kann Türkisch, ich kann ein bisschen Türkisch und da steht ich kann ein bisschen Kuskeng-Deutsch und da steht wenn du bei Instagram fragst, so, ich kann leider die Sprache nicht, was hat die Person gesagt, dann stehen da immer die übelsten Sachen drunter, die nicht stimmen. Ich bin Spanier und ich weiß, was er gesagt hat. Ich bin Spanole und ich weiß, was er gesagt hat. Ich habe mal einen Spanier im Fernsehen gesehen und er hat gesagt, 3 plus 3 ist 9. Mein Onkel, er war damals bei Inquisition. Er war mit dabei und ich weiß. Jetzt kam mir aber so ein kleiner Ravioli-Sturm. Brauchen wir neue Raviolis? Ich mache nämlich gerade schon wieder neues Blech. Jabulek holt sich jetzt gleich welche und Özenül holt sich auch welche, dann schiebe ich schon mal hier ein bisschen was rein. Ist alle jetzt. Ja, es werden schon welche gebrutzelt. Özenül hat auch welche geholt. Der Zündler, Pilzkebab. Özenül, der alte Zündler, hat sich welche gegönnt. Ja. Zündler. Hier gibt's einen Bräuler, ey. Schönen Berliner Stadtbräuler. Aus einer alten Stadttaube. Zwiebeln und Tomaten. So eine Diabetestaube. So eine voll gestresste, weil kleine Kinder sie die ganze Zeit jagen. Meine Tochter sagt dann immer, jag doch nicht die arme Taube. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, das arme Tier. Ey, Broiler weg oder was? Sag doch was! Hab ich! Stadtbroiler, weißt du, wie schwer es ist, so einen zu fangen? Der muss abgeminzt werden. Ich dachte, der geht doch schnell. Und im Moment will doch noch gar keiner einen Broiler. Ja, aber du weißt, wie schnell sich das ändert, wenn auf einmal der Mittagsansturm kommt. Johnny Bräulmaul. Ist noch richtig viel Broilerzeit. Wenn Johnny Bräulermaul kommt und sagt, wo ist mein Broiler? Johnny geht heute nicht so gut weg. Das ist immer noch der Gammelkuchen. Was kommt da noch drauf? Einen schönen Knobi, ne? Das Problem ist, dass da die richtige Creme drauf ist. Die Leute wollen ja die falsche Creme. Guck mal, die sind durch und die eine Ravioli, die kann ich nicht mal da reinmachen. Baggioli hier. Leg ich doch mal hier einen Pilzi rein. Mm. Hitze, eine Hitze ist einfach immer falsch. Aber trotzdem 7-9er, weißt du, der andere war gerade 8. Guck mal, du kannst einen Broiler auch auf den Grill zimmern. Alter, jetzt die Wurst schon wieder alle. Was ist heute los? Diese Monster. Irgendwie fehlt eine Wurst, oder? Nee, ich wollte schon sagen, ich kaufe doch sonst immer gerade Summen hier. Eine Zwiebel und es kommt da noch mit drauf, eine Kartoffel, gell? Aus dem Weg, ich hab die Raviolis. Bitte sehr. Oh, wie geht's meinem Broiler? Der glüht, Alter, der glüht!
Mir glüht der Broiler. Hast du wieder Probleme mit deinem 16 geteilten Schneuenfernseher? Der Brettschneider, das Arschloch. Der Brettschneider, das Arschloch, das Dämliche. So, jetzt gucken wir mal hier. Zwiebel läuft, Wurst läuft. Irgendjemand Broiler? Nee, die wollen Doppelwursten. Da sind wir schon mal ein schöner 15-0er Broiler drin. Aber hier gibt's Wurstfechten. Oh, heute wird richtig abgewurstet, ne? Die wollen Doppelschwanzen. Na, aber Vorsicht, es kann Pussy-Muff geben. Da kriegst du fiesen Muff. So. Wurst, komm, Wurst ist unterwegs. Wenn du da nicht 16-9 hast, ne, hast ein Problem. Die haben vor den Wurstständer geschissen hier. 12-0er Wurst, Alter. Richtig geil. Was ist da wieder alle gegangen jetzt? Ist jetzt schon wieder leer? Die Wurst! Wie jetzt die Wurst? Ja, dann mehr, mehr, mehr. Die Leute wollen Wurst. Mehr, mehr, mehr. Viel mehr Wurst. Ist doch im Moment gar keiner da. Mehr, mehr. Verwöhne sie. Die haben in 5 Sekunden haben die Wurst komplett weggerissen. Alter, der Kuchen ist weg. Captain Kuchulech. So eine 12-0er Wurst haben die sich direkt gegeben. Na klar, so eine 12-0er Wurst, die geht runter wie Öl, ne? Dass wir endlich mal hier den bösen Kuchen los sind. Evil Cake. Ja, aber im Moment ist es auch deswegen, ne? Weil hier im dritten Mond des Uranus steht ja auch Wurstfaktor 7 zurzeit, ne? Ja, wir sind im Moment in einem Wurstfaktor 7 Geschäft. Im Moment will aber noch gar keiner Wurst. The power of Wurst is very strong. Wir wollen Kuchen, Pilzkebab. Komm, jetzt kommt doch noch ein Wurstfreund rein, oder? Noch mehr Kuchen. Pilzkebab. Hier, schön die Raviolis auf Omas Fliesentisch. Da muss auch das Fliesentisch-Aroma rein, sonst ist es nicht original, weißt du? So alte Ganja-Krümel und so, Tabak. Ja, so läuft das. Was da alles so, ne? Schön Bubatz-Krümel mit drauf. Klingt, Leute, ist Minze, aber... Straßenminze nennt man das. Ja, Street-Mint. Captain Street-Mint. Jetzt kommt noch der Ravioli-Club Brüssel, Alter, irgendwie. Kommt da aus, gerade von so einer Veranstaltung. Nee, einer erstmal. Ah, ich habe hier wieder richtig dick auf Vorrat. Ich habe richtig auf Pumpe. Oh, die will Wurst, jetzt geht's los. Der Mann, der hat heute aber auch wirklich Raviolis durchgeknetet. Ah, Ravioli-Finger Frank, oh Gott! Was geht jetzt ab, Eule oder was? Alle. Spieße! Spieß ist jetzt dann alle. Wurst mache ich gerade. Ja, und da kommt noch ein Spieß rein. Shit. Machst du Spieß oder machst du gerade was anderes? Ich hau den Spieß auf den Grill. Ich mach Spieß. Aber grüne Paprika noch und Tomate und Zwiebel, glaube ich. Aber grüne Paprika, Tomate, Zwiebel? Ich glaube ja. Und Petersilie jetzt 2 Stücke. Ich glaube, irgendwie so war das. Oh, ich hau drauf. Werden schon fressen, die Schweine. Nee. Die werden sie schon fressen, ne? Ja, ja. Also die reißen sich ja hier um. Hier habe ich schon mal eine Peterlech. Bring dir noch ein Peterlech. Hab ich. 2 brauchst du. Ach, 2? Ohne Zwiebel oder was? Ist immer doppelt. Hier hast du noch keine Zwiebel, oder? Nee, hab ich noch nicht. Egal, hau so drauf. Essen hau ich so drauf, fressen die auch so, ja. Heute ist zwiebelfrei. Heute mit ohne. Oh, die eine schon, der ist schon sauer. Ist drauf. Ungekocht angeblich. Ach, spül runter. Was fehlt denn da hinten? 7-9er Wurst ist weg. Ja, 7-9er. Wurst ist drauf. Mit einer leichten... Ah, nee, was ist das dann? Kuchen. Kuchen. Muss ich auch 9 machen bald. Wir haben keine Wurst mehr im Kühlschrank. Also wenn sie die jetzt wegreißen, dann hole ich jetzt nicht extra neue, um... Obwohl, ich könnte noch schnell einkaufen gehen, aber dann muss ich die auch wieder vorbereiten. Ist die Wurst denn schon Max-Level? Ich weiß gar nicht, wie weit die ist. Das weiß ich auch nicht. Max-Wurst. Nachdem die heute so rausgerissen wurde. Heute war irgendwie so ein Würstchentag, ne? Wurstgrill, 12 Sterne, Level 6 angeblich. Nein, geht da noch ein bisschen was. Die Wurst spült auch gut Monet in die Taschen. Ja, klar, Wurst Monet, das war doch dieser Künstler.
Oh, da will noch jemand Raviolex. Sausage Monet, war das nicht so ein Maler? Sausage Monet war so ein französischer Burlesque-Maler. Burlesque-Maler. Der hat von Rubens kopiert. Oh, Ravioli sind alle und da kommt ein Doppel-Ravioli-Sturm. Ist schon am Erhitzen. Der Ravioli-Strahler hält schon drauf. Ja, aber Chilo Milo, was. Der Alter, der Pilzgeber, der flutscht, guck dir das an. Warum flutscht und holt sich auch noch. Ich weiß es nicht, heute ist irgendwie so ein leichten Kebabusch. Kebabulek. Der will auch noch einen, wir haben aber keine mehr. Wir haben keinen mehr. Wir haben weder Pilze noch Gammel. So, ich halt ein paar Raviolis gleich zwacken. Muss ich einen schönen Raviolek gönnen. Oh, guck mal, da kommt der Raviolek-Ansturm. Alter, ich sag's ja. Das ist irgendwie hier am Ravioli-Abend beim perfekten Dinner gewesen. Perfekter Spinner. Ein Dinner für Spinner ist auch so ein Film, ne? Ja, ja. Die wollen noch mehr Spieße, das gibt's doch nicht. Ist alles weg. Ja, wir haben nichts mehr, Leute. Wir haben nichts mehr. Ist halt ein Auslaufprodukt, dieser Spieß. Wir wollten ja auch nur mal gucken, ob dieser... Alter, die Raviolis werden jetzt aber quasi blitzinhaliert. Die sind gleich, glaube ich, weg. Ja, jetzt holt der sich seine, da, und dann kommt der nächste Ravioli-Mann. Und der will auch einen Spieß. Irgendwie gibt es nur noch Ravioli und Spieß. Ja, was ist mit dem guten Kuchen und der Wurst? Ein Bräuler, Alter, ist doch ein Bräuler. Schön noch ein Bräuler. Ja, egal, Spieß ist Auslaufprodukt. Das brauchen wir nicht mehr, glaube ich. Doch, der ist noch nicht Max-Level, oder? Am Ende muss man alles wohl auch Max-Level, um wirklich alle Rezepte zu kriegen. 320 zum Beispiel Tofu-Kebab sind so, da musst du wirklich alles Max leveln. Aber wer will denn Tofu? das sind glaube ich die vom Meistermann, die Rezepte dann. 240 gibt es dann Baklavesh. 260 gibt es eine Sub. 190 gibt es eine Sub. Und zwar die Borscht. Die Borscht, Alter. Oh, die holt sich noch eine Wurst, die ist vernünftig. Wo kam die denn jetzt? Ist doch schon geschlossen. Keine Ahnung, jetzt ging mir noch, die ist noch schnell reingeflutscht. Oh, direkt ein sauberer Teller unterm Hähnchen. Schön sauber geschleckt. Ah, hier. Kann direkt hier die Dame aufheben. Guck, ich schmeiß die Teller noch auf den Boden. Was hat man? Sklaven. Sklave. Das ist Personal. Oh, hier ist wieder die Hydra-Vereinigung. Hydra-Vereinigung. Der Hydra-Cup. Hydra-Club. Der Hydra-Club. So, was wollen wir denn für morgen anbieten? Dann hole ich mal Fleisch. Am besten Wurst wieder, oder? Ja, wir brauchen alles für den Kebab. Das haben wir. Das ist ja hier nur Rippy, ne? Für was? Pilz? Pilze brauchen wir auf jeden Fall. Ich mach jetzt mal die Mische für einen Pilz-Kebab. Okay, also Ribeye haben wir aber noch da, ne? Also brauche ich beim Metzger nur Würstchen eigentlich holen. Würstchen und dann... Pilze. Oh, Ding kannst du holen. Fett. Da hier, das haben wir gar nicht mehr. Das brauche ich nämlich. Schwanzfett. Schönes Dickfett. Ne, da auch keine Angebote mehr hier. Ist ein richtiger Halsabschneider geworden, da der. Ja, jetzt Frühling. Wo er weiß, Business ist booming, ne, sagt er so, ja, dann lass mal auch meine Börse ein bisschen reinboomen. Ja, wir wollen ja alle profitieren. Ich gehe Pilze holen. Auf jeden Fall braucht der Spieß viel Fett. Achso, ich will erst die Würstchen hier, oder warte, ich kann ja... Wir haben noch diese alte Leber, ne? Ja, aber da können wir auch noch einen Leberspieß machen, den müssen wir auch noch irgendwann leveln. Ah, wie Leute Leber essen können, ne? Kann ich nicht, Ich esse nur so Leberwurst auf dem Brot, aber das ist ja keine richtige Leber. Doch, da ist Leber mit drin. Ja, das ist so wenig, so marginal. Die wird sogar roh mit da reingemacht. Und dann ja, aber das kannst du nicht als Leber, das kannst du nicht mit einer Leber vergleichen, so eine Leber washed. Aber esse ich auch nicht. Das ist mir zu suspekt, Wurst, die man streicht. Das ist voll nicht. Geil, dann hast du schon mit Senf auf Schwarzbrot, das ist der heiße Shit. Das ist der heiße Shit, du. Ajo, Hennischgäse. Ajo, gut, die Pfälzer Leber washed, das ist Pflicht. Drüber in der Palz. Was braucht er denn hier? Chili und Schwarz. Chili und Schwarzschwanz? Chili und Schwarzschwanzwurzel.
Wo habe ich denn jetzt die Pilzkiste hingeschleudert? Ach, hier drüben. Müssen Pilze denn gekühlt werden? Ja, ne? Ah, ist so ein Gefriersymbol drauf. Ihr müsst die Pilze vorbacken. Backt die doch mal vor. Ja, bringt doch nichts. Dann sind die ja kalt. Das ist Bull, Alter. Das ist Bull. So ein Pilzkebab hat eigentlich ziemlich viele Zutaten. Das ist schon Top-Notch-Kebab-Küche. Ja. Ja, ja. Also Pilzkebab hat, da kommt alles mit drauf. Naja, das ist schon Meisterklasse hier. Auf den Teller. Ich frage mich, wenn ich die Pilze einfach nur so quasi nebendrauf auf den Teller lege, gar nicht auf den Spieß, ob das dann auch zählt, weil beim Kuchen ist es ja so. Habe ich einfach die doppelte Menge und noch eine Erdbeere extra und dann zählt das. So, wir haben jetzt auf jeden Fall... Cool aus. So ein bisschen habe ich vorbereitet für morgen. Oh, morgen kriegen wir wieder richtig Qualitätsdurchfall. Ne, Traumadurchfall. An Quality Dünsch. Traumadurchfall bleibt für immer. Gedächtnisdünsch nennt man das in der Fachbranche. Ja, also das ist so eine Suggestion. Per Durchfall die Erinnerung schmieden, ne? Ja, ja. Das ist in einigen Ländern ist es sogar eine Therapie in Kombination mit Delfinen. Delfindurchfall kann Kinder wieder zurückholen nach einem harten Trauma. Wenn du einmal in deinem Leben in ein Delfinbecken geschissen hast, wirst du dich da immer dran erinnern. Ne? Nee, damit kannst du Kinder wieder zurück, wenn dein Kind mal abdriftet. Ja, guck mal, generell, wenn einer, ich weiß noch, dieser Gregor hieß der, ich sag jetzt nicht weiter, aber der hieß Gregor und das war in der 3. Klasse im Schwimmunterricht. Ne? Und irgendwer ruft, der hat ins Wasser gekackt und dann schwamm da so eine Durchfallpfütze durchs Wasser und alle sind panisch rausgerannt und so. Trauma, erinnere ich mich heute noch dran. Ja, das weißt ist, du, ja, nee, das ist, Hacke da bleibst du im immer. Wasser schmiedet im Gehirn eine gewisse Verbindung einfach. Dünsch ist die Antwort. Wie in diesem einen Film, er hat eine Wurst. Alter, direkt 21. Wie warst du verzockt? Bin mal rein, hab direkt mal 80.000 geholt. Nee, ich hab gewonnen. Bei mir stand, du verlierst. Nein, ich hab gewonnen. Dankeschön. Geld und weg. Das war dieser Brief vom Finanzamt, den ich gerade. Ja, du verlierst, steht da drin. Du verloren. Haben wir ein neues Rezept? Nee, ne? Nee, bei mir war nix. Speisen. Ne, wir sind 178. Das dauert. Das ist echt nicht easy. Theoretisch könntest du jetzt bei unserem Restaurant-Level, könntest du jetzt nicht einfach 5 Tage hintereinander schlafen gehen und dann dadurch leveln sozusagen? Ne, du levelst ja nur, wenn die Gerichte leveln. Und die Gerichte leveln nur, wenn du sie verkaufst. Da müssen wir eigentlich noch so ein paar Geringverdienergerichte anbieten mal, ne? Die leveln alle, glaube ich, gleich schnell. Aber ja, müssen wir irgendwann. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir Geringverdienergerichte wieder anbieten müssen. Alter, guck mal da oben. Das ist doch meine Hose, die da hängt. Da hat ja, einer meine Hose. Guck mal, hier oben. Siehst du das? Komm mal hierher. Die trocknet so lange, dass sie nur noch so ein Pappmaché ist quasi. Guck dir das da an. Das ist ein Boiler. Da vorne. Wo bist du? Da, oh, Richtung vorne. Laden. Bei Bajglu. Oben, Stadtbräuler. Lass mal einen mitnehmen da. Henning heißt der. Henning. Henning der Stadtbräuler. Ruben Roman ist ausgebrochen. Oh, die stellen sich hier schon wieder alle auf. Ja, klar. Heute ist ein wunderbarer Tag für Durchfall. Stellt euch auf, wartet, es wird losgehen. Durchfall? Habe ich da was von Durchfall gehört? Ich liebe Durchfall. Lasst mich durch. Ich bin der Durchfallprinz. Im 6. Darm. Boah, ich hab voll genießt, weil mir eine Anaconda ins Nasenloch geflogen ist, aber... Auf so einen Pilzmuschmusch musst du wirklich alles draufschmieren. Ah. Hier, wo ich wohne, ist wie Dschungel, ne? Hier fliegt ja alles in die Nase. Ich hatte gestern schon wieder eine Mücke in meinem Wohnzimmer. Eine Mücke, Alter. Das habe ich aber auch schon gehabt. Ist irgendwie wieder Zeit schon. Wir machen Wurst, hast du immer Durst? Brauchst du wir machen köstlichen Muschmusch. Brauchst du Flüssigkeit für deinen Darm? Komm zu uns. Haust du bisschen, aber schlucken ganz im Mund.
Wenn der Kehlkopf richtig wehtut, dann warst du im richtigen Restaurant. Ah, so. Okay, dann nichts über so einen heißen Muschmusch, ne? Heißer Muschmusch, beste Musch. Wurstgrill. Servieren. Ein leckerer heißer Muschmusch. Kleiner Muschmusch, großer Muschmusch. Alles Musch. Ah, Hitze wieder 5%. Und das kann ja gar nicht sein, weil das muss ja trotzdem irgendwie heiß sein, der Fraß. Du hast hier was schon gemacht. Ich wollte gerade einen hier. Ja, schon durch. Das ist auch ein Bräuler. Und was brauchen wir denn noch? Bräuler, oder du machst einen Bräuler. Mach ich jetzt hier einen Kuchen noch fertig. Kann auch einen Bräuler jetzt endlich machen. Den guten Kuchen. Sind die schon vorgewürzt? Nee. Nee. Warum nicht? Das geht so schnell. Ja gut, es geht aber schneller, wenn alle vorgewürzt sind. Oh. So, mal sehen, was der Kuchen jetzt bringt, weil den habe ich ja richtig mit Liebe gemacht. Wollen wir den Minze? Liebeskuchen. Fehlende Zutat Erdbeere? What? So, grüne Paprika, rote Paprika. Sind da vier Erdbeeren drauf zusätzlich? Knoblauch und Petersilie. Rote Paprika. Achso, das kann ja hier hin. Rote Paprika. Grüne Paprika. Nö, zwei Erdbeerscheiben. Und Zwirbel. Nee, Knoblauch. Mal schon mal auf. Geht ja schnell dann der Bräuler. Den rödelst du weg. Kann man den auch auf dem Grill machen? Ja. Ich habe meinen auf dem Grill gemacht. Oh, da will jemand direkt einen Bräuler, einen Frühstücksbräuler. Dann machen wir doch direkt einen Grillbräuler. Muss man den dann auch wenden? Nee. Das ist gut. Dann ist da oben noch schön roh. Da will jemand so einen schönen Franziskaner Frühstücksbräuler. Ich bereite vor, ich stecke gerade mein Ding rein. Der Bräuler ist schon fertig. Unser Küchenmeister steckt gerade sein Glied rein. Oh, okay. Dauert nicht mehr lange. Nein, wird gleich fertig sein. Er ist sehr schnell. Er kommt sehr schnell. Da. Bräulerzorn. Alter, wie passt das denn alles auf einen Teller hier? Das ist ganz schön viel. Das muss da so ein bisschen Lego-mäßig kreativ sein. Ich glaube, ich kann schon wieder bald einen Kuchen backen. Alter, ein 15-0er. Ja, Bräuler ist aber auch easy. Bräuler ist der... Ist der Kebab-Spieß weg? Der Kebab... What? Alter, was ist denn mit diesem Pilz-Kebab weg? Das ist ja irre, ne? Also... Das ist crazy. Diesen alten, klassischen, pilzigen Kebab-Busch. Heute gar keine Wurst, sondern nur Kebab. Guck mal, dreimal Kebab jetzt im Laden drin. Aber auf Köfte-Basis. Kebab-Köfte-Basis. Schön mit Eiern zinsen, Junge. Du musst deine Eiern zinsen weg, wie blöd. Zahlen. Schön mit Eiern steuern. Gute Eiern steuern, aber ich hätte jetzt voll Bock auf den Eiern. Oder wenn du das Spiel spielst, kriegst du auf alle möglichen Sachen Bock, ne? Ja, es ist. Ich habe schon echt lange keine türkische Küche. Ich habe generell keine. Es ist eigentlich Küche nur irgendwelche Instant-Sachen und Dosenraviolis. So, ne? Spieß ist da und eigentlich weg. Ich kann gleich eigentlich einen neuen drauf heizen. Da kommt ein Wurstmann. Und a Muslibox. Ja, aber Wurst ist doch genug da in der Muslibox. Kebab, Junge, Alter, wie die den Spieß zerreißen. Was geht da ab, ne? Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist Kebab-Rausch. So, habe ich das schon mal. Weißt du was, dann lege ich mir das auch schon mal hier hin. Ich werde schon mal die Raviolis ein bisschen vorheizen. Ey, Kebab ist schon wieder so gut wie weg. Prost. Ey, hier klebt eine Tomate an der Mutantenzwiebel. Die kloppen mir irgendwie den Kebab aus der Fresse. Bräuler geht jetzt auch ganz gut. Bräuler zündet. Bräuler zündet. Ja, ich habe schon Bräuler da liegen. Ich hab schon Bräuler hier liegen. Nein, wir wollen auf jeden Fall Kebab-Spieß, du. Das Ding ist schon wieder so gut wie weg, ne? Wahnsinn, Alter. Wahnsinn heute. Bräuler ist drin.
Er ist gerade in der Kombüse beim Smoothie. Der Smoothie reibt sein Glied am Gemüse in der Kombüse. Und drückt dabei auf seine Drüse. Kuchen ist auch alle. Kommt gleich. Und das hier den... So, Broiler kommt. Spieß ist am Machen, yo. Broiler läuft. Wurst ist noch genug da. Alter, da kommen nur Spießleute rein. Da kann ich gleich eine neue Mische machen und Pilze holen. Spießrütenlauf ist das hier. Unten am Rütenläufer. Am Rütenläufer. Rütenläufer Mühlenfest. So, will hier jemand einen Kuche oder? Ja, da kommt ein Kuchermann. Ich mach Kuche. Jo, händische Kuche quollt. Ich leg den erstmal so lange noch in den Kühlschrank. Der ist ja schon. Ist der Spieß schon wieder so gut wie weg? Rote Paprika. Grüne Paprika. So, jetzt mache ich die doppelte Dosis Erdbeeren drauf. Ist das jetzt ein High-End Ultra Deluxe Kuchen? Nö, es fehlen trotzdem Erdbeeren. Verstehe ich nicht. Aber diesmal habe ich alles direkt nach Formula gemacht. Ja, Buggy, Buggy, Buggy. Alter, Broiler, dem Peter seine. Den letzten holen? Ja, ja, dem Peter seine Silie ist aber schon wieder alle. Ja, ich habe mir gerade die letzte Silie. Oh ne, da ist noch ein bisschen Silie drin. Aber viel haben wir nicht mehr, du. Ich mache ja gerade schon mal alles fertig. Ich hab nur eine Silie. Und Zwiebelech habe ich die letzte gerade genommen. Jemand muss rüberrennen zu Gorkmatsch. Petersilie und Zwiebel, ja gut, aber ich habe hier gerade Dings drauf liegen und die Wurst geht alle. Die wollte ich dann danach nochmal drauflegen, wenn noch einer Wurst will. Weil das ist der Kebabusch. Aber der Broiler ist schon durch. Also Kebabusch ist hier drüben ready, das muss nur auf den Grill gepeitscht werden, das alte Ding. Kann ich eigentlich schon wieder eine neue Pilzkebab-Mische machen. So, Broiler geht durch. Klar, ein 15-0er, weil ich eine Petersilie vergessen habe. Alter, da wollen sie einen Doppelbroiler. Der im Triple-Broiler. Das gibt's doch nicht. Alter, der Broiler wird inhaliert. Was ist denn da schon wieder leer? Pilzkebab oder was? Was brauchen wir? Petersilie, Zwiebeln, ne? Zwiebeln, Petersilie, ja. Zwiebel, Petersilie. Und sonst noch was? Kartoffeln noch zwei. Also zwei Knoblauch nehme ich mal noch mit. Pilze, ne? Hast du auch? Nee, Pilze habe ich jetzt nicht. War nicht auf der Einkaufsliste drauf. Alter, wollen die schon wieder. Das Hähnchen gleich schon wieder alle. Ja, schon wieder gleich weg. Die robben uns das regelrecht weg. Das ist grausam. Pilz, Kebab ist da, Wurst fehlt, Hähnchen fehlt, an allen Fronten fehlt's. Erdbeerkuchen wird auch schon wieder runtergelötet, wie blöd. Rote Paprika, grüne Paprika, Zwiebeln. Ah ne, der Knoblauch will der. Schön wilden Knobi. Man aus dem Kühlschrank nicht aufspießen kann. Boah, da ist Broilerzorn. Alter, ach so, der Broiler liegt noch nicht drauf. Ich mach's Würstel. Der ist wahrscheinlich jetzt zu viel. Würstel liegt hier alles ready bei mir. Jo, ich grill's hier drüben. Damit die Alte noch ihre Hot Sausage bekommt. Oh, da geht er, nee. Aber da kommt schon der nächste Broiler. Ey, was die mit diesem Broiler haben, ne? Ja klar, ich find's nicht sowas geil. Ich find ein Backhähnchen schon eine geile Sache. So beim Hähnchengrill sich schön einen mitnehmen, so einen schönen kleinen City-Broiler. Nee. Bin ich nicht so der. Aber Chicken Wings, oder? Ich meine, das ist schon echt. Pervers sein, wenn man Chicken Wings nicht mag. Aber nur die vom Colonel.
Na, bei dem schmeckt ja alles gut, weil der Colonel höchstpersönlich der ins Essen gisst. Ist nur vom Colonel. Ich nasche nur vom Colonel, direkt von der Puppe. Da esse ich meistens auch nur diese kleinen Bits, also... Weil mir die einfach gut tun. Alter, der Pilz-Kebab, der ging heute weg wie blöd, ne? Alter, muss noch Pilze kaufen. Grausam. Wir haben nämlich schon die Kebab-Mische wieder hier vorbereitet, aber keine Pilzolech. Na gut, ich musste halt einkaufen gehen, deswegen sind wir broilertechnisch irgendwann zurückgefallen. Ich habe heute 4 oder 5 Spieße gemacht, die sind alle weggegangen. Krass, ne? Mhm. Das ist schon übel. Also, dass es so viel ist. Also, ne, mal 1, 2 Spießchen machen, okay, aber dafür ist die Wurst gar nicht gelaufen heute. Wurst war heute wenig. Wenig Wurst. Wir haben uns die Spieße regelrecht aus der Hand gezogen. Reißen ja immer noch Spieße. Der reißt sich da immer noch einen Spieß. Der holt sich noch einen Bräuler. Was gibt? Ich habe fast alle Bräuler aufgebraucht hier. Ja, heute. Weißt du, wenn halt so ein Vogel auch vom Restaurant sitzt, da kriegen Leute halt Hunger. Die denken so, oh, heute so eine schöne Stadttaube im Maul. Ja, und wir nehmen ja halt nur die gefallenen Stadttauben. Wir nehmen ja nur die wegen Elektro. Wir nehmen nur die durch Kinder durch mit Altersschwäche oder Kinder mit Luftgewehren oder durch Chemiebelastung in der Luft. Wegen Bayer-Schering. die Bayer-Schering vom Container fallen hinten im Garten. Nee, das sind die Guten, Alter. Voller weiblicher Hormone. Oh, wir brauchen Kuchen. Produktion. Boah, ich mach jetzt hier schnell so ein... Alter, da kamen immer noch Spießleute rein, das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Noch mehr Spieß? 2 Stück laufen hier noch rum. 2 Kuchen, 2 Spieß. Aber ey, wir brauchen jetzt... Bei mir ist geschlossen. Ah, komm, ich klopp drauf. Ich versuch's. Was brauchst du noch als Beilage? Zwiebeln und Tomaten. Schneidig. Versuchen wir die Leute glücklich zu machen. Hier, schneid die Tomate und leg alles auf den Grill. Wenn es ein bisschen roh ist, dann... Da brauchst du den Grill aufgehoben. Da ist drauf. Wenn ein bisschen roh... Ah, komm, wir müssen weg. Muss reichen. Unter das Flaggschiff. Und dann rein ins Maul. Vor die gehen. Lecker, lecker. Schön lecker, lecker. Ein bisschen roh, aber ey, 7-7, das zählt noch als gut. Ja, die kommen wieder. Die kommen wieder. Ihr werdet euch morgen richtig schön einscheißen. Glaubt mir, Leute. Könnt ihr mir vertrauen. Hey, die Hotdog-Brötchen hier oben, die 3, ne? Die sind noch aus dem alten Laden. Und hier liegen irgendwie so halb angebrannte Ravioli. Die sind aber noch nicht ganz durch. Kommen die wieder in den Kühlschrank? Oder? Ja, die kommen dann wieder in den Kühlschrank. Das sind so meine vorgebräulerten... Immer so leicht warm, dann wieder kalt, wieder warm. Ja, aber das gibt diesen schlonzigen Innenkern, wenn sich das innen schon... Es ist von innen verrottet. Das macht halt auch den Geschmack aus, ne? Wenn es ja, so leicht klar. Von innen verrottet schmeckt. Ja, und von außen kommt dann die Hitze, die tötet nochmal die Salmiaks, ne? Ja, wo bleibt das Personal? Ich hab Teller auf den Boden geschmissen. Die kommen gleich. Der eine ist noch am Spülen. Er spült sich hier auch die Finger. Der eine meinte, er hat hier so eine Zutat, das ist so ein weißes Pulver und das macht die Leute abhängig irgendwie. Der Coca-Mann oder was? Der steht eigentlich wieder eine Toilet Hydra? Nee, nur eine einsame Dame heute. Die Sekte ist heute nicht da gewesen. Na komm. Geil, da geht der zocken, der Mann. 25.000, ne? Ey. Ja, da hätte ich doch nochmal. Was? Uiuiui, da verliert er. Du verlorat, stand da. Du verlorat. Ah, geht er wieder rein. Und sagt, nee, ich muss, ja, will ich jetzt aber auch noch ein bisschen abbräulern. Oh, nee, Alter. Du verlorat, nee. Jetzt muss ich alles rausholen. Hier ist richtig Schummelbude heute. Also mal ran. Er geht wieder rein, der lernt aber auch nicht dazu. Nee, ich hab mir einen Cocktail geholt. Ach so. Ich versuch's jetzt zu retten, deine Verluste. Uff, Alter, die schummelt ja richtig hart. Heute ist Schummelbude wieder. 17 und sie, nee, das gewinne ich nicht. Oh, sie hat sich überzockt. Sie überkauft sich. Alter, da kommt die Kohle wieder rein. Warum play ich jetzt wieder? Mit was? Ich hab gar nichts gesetzt. 18. Und sie überkauft. Ich hab gar nichts gesetzt. Null.
kannst null Runden spielen. Aber ich habe deinen Verlust gerade wieder so rausbekommen. Ja, gut, ich bin auch betrunken, das ist egal. Alter, der Pilzkebab zieht einfach mal der zwei, ist drei gezogen, Level hoch. Der, Alter, ist gezogen. Heute war Kebab-Sturm aus der Hölle. Ah, so, wunderbar. Geh ich noch. Ja, Leute, wir sehen uns wieder. Na, beim nächsten Mal bewerten, kommentieren, vormasturbieren, ist immer wichtig. Dünsch ist heilig. Mehr sage ich dazu nicht. Dünschen. Holy Bis zum Dünsch. Nächsten Mal auf Only Dünsch. Oh, Pilzkebab ist Max. Ja. Dann machen wir jetzt erstmal schön den Zitronenspieß. Ja, oder Leber. Spießelech. Oder Leber. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.